Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stardew Valley. Wir sind unterwegs. Das da unten sieht spannend aus. Ich glaube, da ist Iridium drin. Ich glaube, da kann irgendwas... Okay, da war auch Iridium drin. Das ist aber Iridium. Nice, was habe ich denn heute für einen Glückstag? Ich bin nicht so nach Glückstag aus. Ich hätte irgendwie einen für einen witzigen Aal. Kann ich mir, wenn ich hier zeitlich rauskomme, kann ich mir noch einen witzigen Aal dann leisten. Jetzt sind da lauter kleine Schlammis. Ich geh da weg. Ich mich doch in Ruhe. Komm, ich verliere gerade echt viel unnötiges Leben. Ich darf jetzt auch was essen, so ein Brötchen. Ich droppe auch mal die Riesenbombe hier. Nichts! Ich hätte schwören können, dass das Ding in der Mitte ist. Da ist die. Nicht unnötig kämpfen. Richtig nur. So, da gehe ich mal ein Stück weg. Ein Loch. Ja, komm, gehen wir gleich runter. Ist bestimmt nice. Hineinspringen. 3 Ebern. Aquamarin. Ah, ich find's cool an diesem witzigen Aal, dass man ein bisschen schneller ist. Dieser Super-Heal-Pilz. Oh, danke übrigens an den Menschen, der mir das gesagt hat. Ich glaube, jetzt sind meine Chancen ein bisschen gestiegen, überall immer zu überleben. Okay, da kommt so ein Viech. Scheiße, ich stand da noch halb drin. Ich dachte, ich bin außerhalb. Okay, der hat eine Omnimode geschlappt. Cool, ich komm nicht ran. Ja, da drüben ist schon die Treppe. Ah, ich komm da durch. Weg. Okay. Okay. Auch mal eine Bombe. Ah, super. Treppe. Auch gleich die Treppe. Und Pikmin geschafft. Yep. Den Endgegner zwar auf keine Ahnung wie viele Anläufe, aber wir haben Pikmin geschafft. Also Endgegner waren, glaube ich, 3 oder 4 Anläufe. Also es war nicht so überragend. Aber die Pikmin waren schuld, nicht ich. Ich bin einfach nur dumm. Und wann kommt Pikmin 2? Das weiß ich noch nicht, ob ich Pikmin 2 überhaupt spiele, weil ich fand jetzt Pikmin 1 so okay. Aber wenn ich so an Pikmin 3 denke, was ich auch gespielt habe, war das schon irgendwie ein bisschen cooler. Deswegen weiß ich nicht, ob ich überhaupt Pikmin 2 mache oder ob wir dann Pikmin 3 gleich machen. Mal schauen, wie ich halt Bock habe, wenn ich so sage, so boah, ich habe voll Bock auf den Pikmin. Spielen wir halt einfach den zweiten Teil, weil der auch noch wunderschön blind ist. Aber da gibt es, glaube ich, so viele Pikmin-Arten beim zweiten Teil. Weil beim ersten gab es 3 Arten. Und das war's halt. Und beim dritten Teil gab es ja dann schon voll viele. Und ich glaube, beim zweiten Teil gab es weiße Pikmin und so. Deswegen keine Ahnung. Ich esse einen Schokoladenkuchen. So. Sind voll. Bleh. Das hört sich böse an. Also es kann sein, dass wir es irgendwann spielen, aber ich weiß noch nicht wann. Und überhaupt ob. Es dauert bestimmt noch ein bisschen. Außer jetzt schreibt mir praktisch jeder und die Pikmin-Kommentare ist, boah, was für ein geiles Spiel, vor allem wenn das kommt und es voll durch die Decke gehen sollte. Dann könnte ich mir durchaus vorstellen, dass wir ziemlich zeitig den zweiten spielen sollten, aber ich glaube nicht, dass Pikmin so das Faszinationsspiel ist. Oh, geil. Gleich den Weg nach unten. Da distanziere ich mich mal. Kann ich ja nicht irgendwie so eine fette Bombe, ich würde eine normale Bombe hinlegen. Die Treppe.
Witzige Alge Drop, perfekt, ja. Ist immer Opti. Ich habe ja gerade eh schon einen gegessen, wo ich hier gekriegt habe. Und dann kommt man eigentlich immer leichter durch die Mieten. Ich hasse diese Mumien, die sind so nervig. Ich mach mal hier so eine fette Bombe. Da ist die Treppe, perfekt. Mein Magnet trinkt mir ein bisschen. Und ich glaube nicht, dass mein Lebensspender-Ring so viel bringt, habe ich ehrlich gesagt den Eindruck. So. Oh Gott, da unten ist ja voll viel. Da mache ich mal so eine fette. Da ist die Treppe. Perfekt. Ein bisschen austricksen. So, 21 Uhr haben wir es. Das ist, glaube ich, aber Käfer, oder? Nee, das ist Iridium. Nice, wir haben heute schon voll viel Iridium gefunden. Oh. Aber wir sind noch in 22, aber 22 bis 25 ist eigentlich immer so, wo ich eigentlich normalerweise immer lande dann am Ende. Außer ich finde viele Löcher, aber ich finde irgendwie gerade gar keine Löcher. Okay, ich will da hinten hin, ohne beschädigt zu werden. Ich höre da schon wieder was, was mir nicht gefällt. Was habe ich jetzt 14 Schaden bekommen? Für was? Cool, wir kommen da runter. Aber ich möchte hier noch zerstören, weil ich immer die Hoffnung habe, dass hier irgendwas Geiles drin ist. Aber irgendwie wird diese Hoffnung jedes Mal aufs Neue zerstört. Nein. Hinten ist ein Dia. Ich möchte den Dia dahinter. Ich habe keinen Bock, die Schleime zu zerstören, weil die ja meistens mich eher zerstören. Also Schleime sind wirklich was, was ich nicht mag. Ich glaube, ich muss den wickeln. Ja, ich wusste, da kommen wieder die Kleinen raus, weil... Klein sind die Monster, nicht das große Ding, was harmlos ist. Ich bin hier getroppt, das ist auch krass. Ich esse mal Höhlenkarotte zur Vorsicht, bevor ich mich den anderen zwei näher. Also der mit Bommel sollte härter sein als der ohne Bommel. Nein, ich sehe mich tot am Boden. In Harveys Klinik. Ich esse jetzt nochmal den witzigen Aal. Dann kaufen wir uns mit unseren Rubinen, wo wir gefunden haben, vorne bei den Händlern 9. Ich gehe einfach runter. Ich wette, da kommen noch wieder kleine raus, oder? Nee, mal ausnahmsweise nicht. Okay. Amethyst sieht so ein bisschen aus wie so Knetmasse. Okay. So. Schau mal nach da oben. Ach, da ist nichts. Ich hoffe, dass da eine Leiter ist. Ich bin ja dafür, dass nochmal ein Loch kommt. Ha! Ich sag's und es kommt ein Loch. Ist 3 Ebenen hinuntergefallen. Ja, danke für nichts. Freue ich mich vor über das Loch und was kommt. Nee, es wird spät. Was ist noch hier? Vielleicht kommen da noch was Geiles raus, aber ich glaube es eher nicht. Ja, gut, dann fahren wir jetzt heim. Und hier noch schnell eine Bombe. Ich kann leider nicht die Zeit besiegen, es tut mir leid. Nee, Ebene 30, ich glaube, das ist auch ein neuer Rekord. Verlassen wir mal die Mine und kaufen uns gleich mal für einen Rubin bei den Händlern da unten 9. Und dann muss es ganz schnell heimgehen. Aber ein bisschen Iridium haben wir heute bekommen, das ist schon nice. So, ich will einen witzigen Aal. Danke. Artefaktfund, okay. Man kann auch eine Runde übertreiben, Bro. Also ich weiß, man kann sich diese
Regionen kaufen bei der Sandy, aber ich mach das nie. Ja, Pam, lass mich raus. Pam portet sich auch direkt weg. Pam muss ins Bett oder zu ihrem Bier, was ich für wahrscheinlich halte. So, dann noch einmal mag er alles weg. So, witzigen Alten nochmal da rein. Hier noch die Weißalge. Stein. Karotten. Da oben noch schnell das andere Ding. Die lasse ich jetzt einfach mal unbefüllt. So, das kann ich alles verkaufen. Das habe ich echt schon. Weil da müssen wir dann noch mal ein bisschen Schnaps brauen. Ah, dazu brauche ich Potatoes und ich habe gar keine Potatoes. So, wir gehen schlafen. Ab ins Bett, ja. Okay, damit haben wir Bass 23.000 nur. Bin ein bisschen enttäuscht, muss ich ehrlich sagen. Aber ein Grünkohl bringt 150. Ja, der ist schnell fertig. Das muss man auch nur sagen, gell? Vielleicht sollten wir wirklich mehr auf Grünkohl setzen, weil der Blumenkohl weniger bringt, als ich dachte. Okay. Ja, aber es hat trotzdem einiges an Money gebracht. Okay, dann machen wir hier jetzt einen kurzen Cut und dann sehen wir uns nächstes Mal wieder, wenn es weitergeht. Bye, Sadie Belly. Bis dahin. Tschüss.